Der Straßenverkaufswert von dem Gucker über 1 Million. Hier hat Christiane F. gewohnt. Und dann bin ich hier durch die JVA im Kreis Großalarm. 10 Jahre meines Lebens hinter schwedischen Gardinen verbracht. Und dann gab es 2 Tote bei dieser Auseinandersetzung. Und wir wollten ja auch zeigen, wer ist wohl die Beste. Die TR-Urbane Wurzgierlee, die Spinne und 36 Boys. Wir haben die abgezogen, haben den verprügelt und tschüss. Okay. Aber ja. Was geht ab, meine Echten? Wir sind auf dem Weg nach Berlin. Ich muss gerade hier noch tanken. Die passen für ein Max Cameo-Video, oder? Wir fahren nach Berlin, weil wir einen Zeitzeugen treffen werden. Und zwar jemand, der die ganze Jugend-Gang-Kultur in den 80er und 90er Jahren in Berlin miterlebt hat. Der Totti, der hat inzwischen auch seine eigene Klamottenmarke. Ghetto-Prominent, checkt das auf jeden Fall aus. Wenn ihr aus dem Märkischen Kreis kommt, Leute, und tanken wollt und müsst, dann kommt hier nach Jemer zur BFT-Tankstelle. Auf jeden Fall die beste Tankstelle im Märkischen Kreis, Leute. Merkt euch das. Ansonsten, wir sind jetzt kurz vor den 100.000 und ich habe mir überlegt, dass wir für diese 100.000 auf jeden Fall ein dickes Special machen, und zwar ein Meet and Greet, wo ihr mich treffen könnt, wo wir eine gute Zeit zusammen verbringen. Haltet auf jeden Fall die Augen und die Ohren offen. Ansonsten geht's jetzt los. Wir drehen ein dickes, fettes Video in Berlin, Leute. Max Cameo, die Echten. Boom! Was geht ab, meine Echten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Hood-Special. Diesmal in der Gropiusstadt Neukölln, Berlin, zusammen mit dem Man, Totti. Küster. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Maxi, ich glaube fast über 20 Jahre, oder? Lange, auf jeden Fall. Ja, Totti, sehr bewegte Lebensgeschichte, hat uns heute die Möglichkeit gegeben, dass wir hier in die Gropiusstadt kommen und seine Vergangenheit sozusagen zusammen mit ihm aufarbeiten. Ja, du erzählst uns von deiner Zeit in der Jugendgang. Ja, werde ich auf jeden Fall. Ne? Deiner kriminellen Karriere auch. Hier schneiden noch, wir an. Die Haftzeit. Hier noch. Seid gespannt, es geht jetzt los. Bam! So, ja, jetzt reisen wir ein bisschen in deine Vergangenheit, Putti. Ich habe gerade schon so viel gelabert, am besten erzähl den jungen Leuten mal, dass du 18 bist oder gerade 18 geworden bist. Genau, ich bin gerade 18 geworden. Nee, Quatsch beiseite. Also ich werde jetzt 51 und habe 10 Jahre meines Lebens hinter schwedischen Gardinen verbracht, worauf ich natürlich nicht stolz bin, ja, keine Frage. Und wir befinden uns hier, wo hauptsächlich meine Jugend verlaufen ist. Ja. Also in der Gropiusstadt, im Theodor-Loos-Weg. Hier hat Christiane F. gewohnt im 11. Stock. Hier also hat Kinder vom Bahnhof Zoo, genau, Christiane Felcherino. Ja. Da hat meine Oma gewohnt im 3. Stock. Und da drüben, wenn wir nachher vorbeilaufen, im Erdgeschoss, da haben die, wie gesagt, meine Jugend verbracht. Ja. Und angefangen hatte damals, in den 80ern, war so eine Gangkultur, eine riesengroße Gangkultur. Da gab es die Fighters aus dem Märkischen Viertel, dann gab es die Spinne in Neukölln, die Reuters. Ach, das gab so viele Gangs. Wir hatten 36 hier, Boys. Genau, 36 Boys aus Kreuzberg, Ole Muji. Dann hatten wir hier die Terrorbande Wutzki-Allee und wir hatten ja damals in den 80ern wirklich Schlachten gehabt. Wir waren ja nicht rechtsorientiert oder sonst jetzt sind wir heute ja auch nicht. Ja. Aber das war immer Deutsch gegen Ausländer. Jeder wollte immer der Bessere sein. Ja. Heute ist es mittlerweile anders. Die Ramo-Familie zum Beispiel, mit denen bin ich sehr, sehr eng befreundet. Isa ist für mich ein Ehrenmann, egal was die anderen sagen, was die denken. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Das war irgendwann in der 80er, Mitte der 80er. Da hatte ich mit 2 Onkels von ihm, also von den Jungs, Stress gehabt. Die sind seine Cousins und so. Ja. Und ja, die haben von den Arsch voll bekommen und haben den Papa angerufen. Ja. Und der kam dann, aber das war dann alle zurecht. Und seitdem kennen wir uns. Und wie gesagt, wir haben wirklich eine super Zeit. Waren die Familien zum damaligen Zeitpunkt schon so groß? Ist ja alles verlaufen früher. Da hat es ja keinen interessiert. Mhm. Jetzt wird es ja immer thematisiert und dramatisiert. Mhm. Clans hier, Clans da. Mhm. Was ist denn Clan? Wenn ich mir die eine Familie ankicke, die haben 7 Kinder, das ist für mich kein Clan. Ja, so, ja, ja, die spielen das alles immer sehr, sehr hoch rauf und machen aus einer Mücke einen Elefanten. Ja. Und ich kann darüber nur herzlich lachen. Ja. Mit anderen Familien in Berlin bist du auch gut, ne? Ja, ja, also es gibt viele Großfamilien, mit denen ich befreundet bin und bekannt bin. Ja. Und mit denen ich gut klarkomme. Ja. Also ich komme eigentlich mit allen klar. Ja, also, du bist auch ein umgänglicher Mensch. Wenn man mir nicht ans Bein pisst,
trotzdem, ja. Ich glaube nicht, dass du auch in deinem Alter du noch Lust auf Stress mit irgendwelchen Leuten hast. Nee, habe ich auch nicht. Also manchmal ist es so, wenn ich im Auto sitze, vor mir so ein Trottel fährt, dann habe ich einen Adrenalinschub. Ja. Also es staut sich schon irgendwas. Ja. Das ist dann auch manchmal diese Unzufriedenheit. Du bist hier in dieser bepissten Großstadt. Du bist vorverurteilt, gerade ich auch aufgrund meiner Vergangenheit. Was hast du, OK-Stempel? Ich habe einen OK-Stempel, genau. Ja. Mich haben sie damals mit einer nicht geringen Menge mit Kokain erwischt. Ja. Und dadurch, dass ich nichts gesagt habe, dass ich verschwiegen war und alles auf mich genommen habe, hat die Staatsanwaltschaft natürlich mir daraus einen Strick gedreht, hat mir den OK-Stempel verpasst. Letztens hatte ich eine Hausdurchsuchung gehabt vom SEK aufgrund eines anonymen Anrufes oder einer anonymen Anzeige im Internet. Da hat jemand behauptet, ich hätte einen Mordauftrag in Auftrag gegeben. Ja. Ich habe da kaum 2 Wochen gewohnt, haben sie gleich die Tür eingebracht. So, okay. Dann bin ich angekommen, dann war Abteilung Rocker da, Morddezernat, dann kamen die vom Morddezernat und haben gesagt, Totti, bleib ruhig. Ja. Wir haben nicht so viel Unruhe gemacht. Ich sage, ja, um was geht es denn? Warum kommt ihr denn hier hin? Ihr könnt mich doch anrufen, wenn irgendwas ist. Weißt du, ihr seid doch nicht bescheuert, ihr hört mich doch ab, sag ich. Dann könnt ihr mich doch auch anrufen. Und da haben sie gesagt, naja, wir mussten der Anzeige natürlich nachgehen und mussten so handeln aufgrund deiner Strafregister. Und dann, wenn jemand so ein Strafregister hat, dann ist halt immer gleich so eine Geschichte. Ne? Genau, und das wirst du auch nicht mehr los. Das ist wirklich so. Mhm. Wenn ich mit Leuten zusammen war, die einer Rockergruppierung angesiedelt waren oder dazugehört haben, dann hieß es gleich, komm mal her, Totti, habt ihr vorher einen neuen Charter zu machen oder so? Und dann habe ich gesagt, ey, hört mal, ich werde jetzt 51 Jahre. Mhm. Aus dem Alter bin ich raus. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich habe damals gesagt, als ich ins Gefängnis gegangen bin, das weiß ich noch, da habe ich mit meiner Tochter hier drüben auf dem Parkplatz gestanden und habe gesagt, Papa ist in einer halben Stunde wieder da. Du gehst jetzt nur zu Oma. Ja. Eine Stunde später wurde ich verhaftet. 7 Jahre später sagte sie dann zu mir im Sprechraum, Papa, was ist denn bei dir eine halbe Stunde? Das sticht, ne? Also das hat mir wirklich, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Das kann ich mir vorstellen. Ich musste mir die Tränen verkneifen. Ja. Für mich war das schlimm. Ja, du bist da eingesperrt. Du kannst nicht einfach rausgehen an eine frische Luft. Du kannst hier nicht das Malzbier holen oder eine Currywurst essen oder wie es ich war. Du bist da wirklich 23 Stunden mit dir selbst beschäftigt, vor allem wenn du Hand zu Hand hast. Was mich interessiert, du hast ja jetzt gerade Christiane F. angesprochen und ich weiß, dass viele Leute letztens im Live-Chat unter meinem anderen Video haben sie gesagt, boah, wenn du da einen hast, noch einen Zeitzeugen, erzähl doch mal ein bisschen was. Vielleicht kannst du uns einmal, du hast ja mir vorhin auch schon erzählt, dass du irgendwie sie getroffen hast und sie hat dich für deinen für Bruder gehalten. Genau. Also ihr kennt euch wirklich persönlich. Mein Bruder, sie hat ja auch noch eine Schwester, ich weiß jetzt ja nicht, wie die Schwester heißt. Also da muss ich jetzt wirklich lügen. Sollen wir mal ein bisschen noch rumgehen vielleicht, dass du uns noch ein bisschen so zeigen kannst? Ja, wie gesagt, hier hat Christiane F. gewohnt, im 11. Stock. Ich muss mal gucken, wie die Klingelfeld. Ich glaube, das war eins von denen, wie entweder hier oder hier in dieser Wohnung hat sie gewohnt. Ja. Mein Bruder war damals in der Kicker. Mein Bruder hat auch damals Heroin genommen. Ja. Aber jetzt ist er ist runter. Clean, ist total clean. Okay, super. Und ist 10 Jahre älter als ich. Ja. Und wie gesagt, letztens bin ich am Hermannplatz spazieren gelaufen und da kam sie mir entgegen. Ja. Da habe ich gesagt, Mensch, Christian, geht's dir? Und sie, hey Ingo, hast du mal 2 Euro für mich? Und da habe ich gesagt, ich bin nicht Ingo, ich bin Thorsten. Mensch, du siehst aus wie Ingo. Ich sage, ey, das ist auch mein Bruder, kann ich nicht verleugnen. Und ja, in jedem Fall, also wie gesagt, die Sucht hat sie besiegt, nicht sie hat die Sucht besiegt. Sie hängt immer noch an der Nadel. Genau, ich habe in diesem Haus gewohnt, hier der Ludwig 28, im Erdgeschoss. Früher war das hier nicht alle zu grün. Also das war hier auch nicht eingezäunt. Wir hatten hier nur die Wiese, die wir nicht betreten durften. Der Springbrunnen und das ganze Grünzeug, das war alles. Dann noch Marktplatz, Wurzgierallee, 300 Mann, 150 Deutsche, 150 Ausländer. Die ganzen Polizisten, die zum Großeinsatz für den 1. Mai eingeplant waren, die waren ja schon eine Woche vorher hier in Berlin, die wurden hier eingesetzt. Die haben dann rundherum den Zwickauer Damm, den U-Bahnhof zugemacht, den U-Bahnhof Lipschitzallee, damit die nicht durchdringen konnten. Die wollten natürlich das vermeiden. Aber die waren ja natürlich auch schlau, die Jungs. Die sind dann halt 3 U-Bahn-Stationen gelaufen. Das war denen ja egal, weil sie haben sich ja in ihrer Ehre gekränkt gefühlt. Ja. Und wir wollten ja auch zeigen, wer ist nun die Bessere. Die TR-Urbane Wurzgierallee oder die Spinne und 36 Boys. Naja. Ja. Und dann gab es auch 2 Tote bei dieser Auseinandersetzung. Okay, ja.
Einer wurde abgestochen, der andere hatte einen Schädelbruch. Wie kann man das im Nachhinein sehen? Wie viele von euch waren jeweils bewaffnet und wer Fälle waren nur mit Fäusten unterwegs? Oder war grundsätzlich jeder mit Messer oder Schnecken oder so bewaffnet? Also es war wirklich vereinzelt, weil früher war das wirklich noch so diese alte Tradition. Ja. Mann zu Mann, ja. Faust zu Faust, ja. Und dann war das. Ja. Aber heute, wie gesagt, heute ist das ja anders. Heute gehen sie gleich zack, 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 ja. Stechen, schießen, ja. Oder so. Ja. Das hat ja nichts mehr mit, ich sage jetzt mal, mit Männlichkeit zu tun. Mit 13, 14 haben wir uns auf dem Marktplatz immer getroffen. Dann haben wir uns diese Hein-Gericke-Jacken geholt, in Blau. Ja. Und da haben wir dann auf den Schildern, haben wir Hein-Gericke abgemacht und haben uns TWW, Tauermann und Wutzki, okay. Ja. Und dann... Habt ihr euch das nähen lassen oder habt ihr euch das richtig selber geschrieben? Wir haben selber mit dem Edding. Aber ihr habt alle die gleiche Jacke getragen? Ja, und kein anderer durfte diese Jacke tragen. Okay. Wenn jemand Wutzki ausgestiegen ist, dem diese Jacke oder nicht zu uns zu ordnen war, den haben wir die Jacke abgezogen. Okay. Wir haben die abgezogen, haben ihn verprügelt und tschüss. Okay. Aber ja. Wir hatten nachher so einen Anstieg. Wir haben, glaube ich, mit 6, 7 Mann angefangen. Ja. Und im Endeffekt, der harte Kern waren nachher so 40, 50 Leute. Okay. Aber wenn Schlägereien waren, dann waren wir schon 150 Mann. Klar, dann kamen alle aus allen Gebäuden. Ich weiß noch, wenn meine Mutter, ich habe gesagt, Mama, ich gehe jetzt zu der geschlägten Massenschlägerei, kam mir noch hinterher mit der Tüte, da hatte ich eine Pistole drin und dann sagt sie, Thorsten, hast du nicht was vergessen? Du brauchst heute die Pistole. Da habe ich gesagt, Mama, nimm das mit. Wir brauchen keine Waffe, wir wollen uns mit Fäusten prügeln. Okay, also meine Mutter war schon tough. Also ja. Die war wirklich schon tough. Wie hat sich das damals, also heute, wir kennen es ja alle, heutzutage ist es so, der eine schreibt bei Instagram, der und der, genau. So und so. Und wie war das damals? Damals war ihr seid so einfach, sage ich mal so, der eine musste seinen Onkel in Kreuzberg besuchen und ist da an der U-Bahn ausgestiegen. Und genau. Hat und das hat so, genau. So ungefähr, genau. Ne? Ja, wenn wir Karl-Marx-Straße zum Beispiel gefahren sind, da war ja das Gebiet der Spinne. Ja. Und da gab es jemanden, Osagi hieß der, oder heißt er immer noch. Und ich werde nie vergessen, den habe ich mal einen richtigen Arsch voll bekommen. Ja. Der war auch blitzschnell, war wirklich bekannt, eine Legende. Ja. Aber jetzt mittlerweile, wenn wir uns sehen, wir sind herzlich miteinander, wir freuen uns, ja. Wir lachen über die alten Zeiten. Ja, weil ja. Ich glaube, jemand in meinem Alter, ja. Und darauf bin ich jetzt nicht stolz oder so, ich habe bestimmt mehr erlebt als manch anderer in meinem Alter. Ja, klar. Also, auf jeden Fall. Ja. Ich höre manchmal, wenn Leute sagen, oh Totti, weißt du noch, wie wir Top Disco waren und du den Drehkick gemacht hast zu dem Typen an den Schläfer und der umgekippt ist und du voll besoffen warst und wusstest ja nicht mehr, wie hast du das hinbekommen? Dann lache ich darüber, weil ich wahrscheinlich die Geschichten ja nicht mehr hören. Wie waren die Leute so drauf? Ich kann mir vorstellen, von der Plattform, wo wir angefangen haben zu drehen, ist ja eigentlich so. Viele Depressionen. Ja. Kaum Arbeit. Dann haben sie gesoffen, haben Drogen genommen. Ja. Teilweise, wenn ich überlege, manche Leute von früher, die sitzen abends immer noch auf dem Marktplatz, Wutzki-Allee, saufen sich wirklich die Hucke voll. Die müssten eigentlich schon ja keine Leber mehr haben. Ja. Und wenn sie mich dann sehen, hey Totti, küssen sie mich und so. Und ja. Dann sage ich, Mensch Jungs, ihr habt ihr nicht gelernt. Ach, das ist halt unser Leben. Wir haben das halt nicht geschafft. Das, ja, also. Ja. Seid ihr denn so vom, sag ich mal, vom Gangleben dann auch zusammen mehr ins kriminelle Milieu gerückt? Oder waren das dann so Einzelentscheidungen, dass du selber irgendwann... Naja, das war dann so gewesen. Ich habe dann an der Tür gearbeitet. Ein Spielcasino. Ja. Und mit Tanzbar und alles. Und da sind die wirklich die Kiezgrößen von früher. Fritz Brumme, Klaus Speer, Manne Brumme. Die sind die alle Berliner mal sagen mir gar Berliner, nichts. Ja, ja. Das sind alle Legenden von früher. Ja, ja. Wirklich, wenn du die eingibst bei Google. Und die haben damals, die hatten als erste Zuhälter an der Bleibtreustraße die Schießerei mit den Persern gehabt. Okay. Und die sind natürlich gekommen. Ich kannte die natürlich auch nicht. Meine Mutter kannte die, weil meine Mutter immer in der Gastronomie gearbeitet hat. Ja. Und dann steht da eine Tür und dann weiß ich noch, da kommt dieser Fritz Brumme und will einfach durchlaufen. Und ich sage, ey, Opa, du musst aber Eintritt bezahlen. Er sagt, was heißt hier Opa? Bist du bekloppt? Weißt du nicht, wer ich bin? Da sage ich, nee, wer bist du denn? Ja. Da sagt er, na, ich bin Fritz Brumme. Da sagt er, das ist schön, ich bin Thorsten Küster aus dem Tiroler Losweg. Und? Ja. Und dann hat er erstmal gekickt. Dann kam mir Schiffschirm und hat gesagt, nee, Totti ist schon gut und so. Ja. Dann hat er mir erstmal erklärt, wer das überhaupt ist. Und das Maxim war hier an der Ecke, da ist jetzt ein Café. Das war mein erster Türsteherjob. Das werde ich nie vergessen. Ich war 18 und wurde angesprochen beim Sport, ob ich nicht vielleicht an der Tür da arbeiten möchte, mal ein bisschen Windschnuppern möchte. Wenn es mir gefällt, könnte ich da bleiben, wenn das hier halt und bla bla bla. Habe ich gesagt, gut, dann habe ich mit dem Chef abends noch geredet, kurz vor Dienstbeginn und sage, wie läuft das hier alles ab? Da sage ich, Totti, mach dir keine Sorgen, mach aus dem Bauch heraus. Sei einfach nett zu den Gästen, die rinkommen. Du bist ja sowieso ein charmanter Typ. Du machst das schon.
Das wird ganz ruhig. Ja, am Ende des Liedes und des Abends war es so ruhig gewesen, dass ich gleich mit 5 besoffenen Polen mit meinem Türsteherkollegen eine Schlägerei hatte. Den einen habe ich dann hier einen Sidekick gegeben. Der ist auf die Straße ruf und der LKW ist ganz knapp an seinem Kopf vorbei. Und wäre dann über seinen Kopf gefahren. Hier war der Einjang gewesen. Ich hatte eine dicke Lederjacke an. Der hat mich mit dem Messer am Arm. Ich hatte zwar hier einen Cut an der Lederjacke, aber zum Glück nicht am Oberarm. Und das war der ganz frühe Abend und der Einstieg ins Türsteher. Okay. Da konntest du ja auch als Türsteher richtig Geld verdienen. Wenn ich überlege, wir haben am Wochenende, also Freitag hatten wir Minimum 300 D-Mark. Echt? Ja. Am Samstag hatten wir auch nochmal 300 D-Mark. Und das hast du 8-mal im Monat gemacht. Da hast du ja keinen Bock mehr, normal Arbeit zu tun. Da habe ich gesagt, ach scheiße, mache ich die Arbeit nicht mehr, mache ich nur noch Türsteherei. Gab es einfach so wenig Konkurrenz in der Türsteherei? Ja, da haben wir uns auch schon gut durchgesetzt. Da war das auch alles viel einfacher als jetzt. Ja, und dann habe ich in verschiedenen Diskotheken gearbeitet. Auch im Ostteil nachher, als die Wende war. Ja. Und irgendwann bin ich dann angesprochen worden von einem sehr guten Freund, ob ich nicht in Oberstdorf im Allgäu ein Casino bewachen will. Ja. Hab ich gesagt, klar, dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Ja. War aber der Kulturschock, ne? Ja, ich kam dann da an, ich bin da drin gefahren und habe gedacht, na, sag mal, ist das jetzt hier alles echt oder ist das Leimwand? Ja. Weil das war wirklich wie gemalt. Ich habe gesagt, boah, das hat auch Spaß gemacht, ja. Bis ich dann mitbekommen habe, dass das nicht nur Security sein sollte. Okay. Und dann war ich auch froh, dass das sich dann da verlaufen hat. Und dann bin ich ein Jahr später, bin ich dann in Leipzig gelandet, habe da im Laufhaus gearbeitet, im Eros Center. Da musste ich natürlich erstmal vorsprechen bei dem Paten aus Leipzig, wie man so schön sagt, der heute mittlerweile einer meiner besten Freunde ist und den ich auch regelmäßig besuche. Und ja, das war eine schöne Zeit. Da habe ich dann 2 Jahre gearbeitet und da bist du auch nur hingekommen durch Mundpropaganda. Ja, hier zum Beispiel in Kreuzberg, in der Friesenstraße, da vorne gibt es noch einen ganz alten Laden, der hieß früher Friesen 3. Das war ein Sexkino gewesen, oben war ein Zimmer gewesen. Das war eine schöne Zeit gewesen. Also Was war das damals für Frauen, die so... Also das waren hauptsächlich wirklich Deutsche, ganz wenig Ausländer. Wenn du heute überlegst, auf der Kurfürstenstraße zum Beispiel, da sind Bulgaren-Mädels oder Rumänen, die blasen schon für 10 Euro. Ist, also, ja. Das ist schon, aber das Rotlicht ist auch halt nicht mehr so wie früher. Du kannst da kein Geld mehr verdienen und ja, das geht irgendwann mal alles den Bach runter. Das ist genau wie mit den Drogen. Mitte der 80er, Anfang der 90er konntest du noch richtig gutes Geld verdienen. Ich will das jetzt nicht verherrlichen, gar keine Frage. Im Großen und Ganzen habe ich ein bewegtes und schönes Leben gehabt, bis auf diese Auszeit. Der bezahlte Urlaub vom Staat ungefähr. Ja, und wie gesagt, hier, jetzt heißt es glaube ich Moncherie oder irgendwie Wiffiger, keine Ahnung. Mon Ami. Und das war damals, wie gesagt, diese 3. Du hattest hier den Eingang oben im Zimmer, das ist bis da hinten durchgegangen. Und du musst immer unten durch, ja? Ja, musst du immer hier durch diese Tür. Ja. Und wie gesagt, die 6 Kinos waren damals, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das waren ja für, vor allem für die Touristen, was jetzt das Artemis ist, war das für die natürlich. Die machen die heiß und genau, danach gehen sie vielleicht noch mit aufs Zimmer. Genau, und dann freuen sie sich, dieses ganze Umfeld, das Ambiente, wisst ihr. Also das war schon lustig gewesen. Wir hatten ja eine Turmstraße, auch noch so ein 6 Kino gehabt, das lief auch Bombe, immer Bombe. Ja. Also, ja. Und wie viele Weiber waren hier so zu Hochzeiten so drin, so ein Kleid. Ich weiß, sieht ja jetzt klein aus. Das ist nicht klein, du bist praktisch drin. Unten rechts ist das Büro gewesen, links war die Bar, dann bist du hinten durch so einen Eingang, dann bist du wieder nach oben. Ja. Da waren dann die Zimmer gewesen, dann hattest du das Kino, wo du dich auch natürlich vergnügen konntest. Also zu guten Zeiten waren da locker 30, 35 Frauen. Damals, wo ich in Leipzig gearbeitet habe, in diesem Eros Center, das war richtig cool. In der Mitte Table Dance war Frauen, also waren 80 Zimmer. Aber auch immer gut. Ich hätte auch nie, weiß ich nicht, Frauen anschaffen, schicken können oder sonst hier oder schlagen können. Das kann ich heute noch nicht. Ja. Ich würde noch nicht mal meiner Tochter einen Arsch voll hauen oder sonst hier. Ja. Also für mich war das immer so ein No-Go. Ja. Aber wie gesagt, am Anfang hat es halt Geld gebracht. Man war neugierig. Und als ich das alle kannte, so die ganzen Abläufe und im Hintergrund, war es langweilig. Ja. War langweilig. Ja. So, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss es mehr sein. Nee, nicht muss es mehr sein. Ich
die ziehe ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zurück. Ja. Mach mal ein bisschen auf ruhig. Ja. Ja, und dann kam aber das verlockende Angebot halt mit den Drogen. Und da habe ich dann das erste Mal gesehen, was man eigentlich alles damit verdienen kann, wenn ich überlege. Damals haben die Leute für einen Gramm Kokain 350 bis 400 D-Mark bezahlt. Ehrlich? Und du hast 90 D-Mark im Einkauf bezahlt. Okay, ja. Ja. Und ja, da haben wir ja heutzutage. Heute kannst du fressen. Heute dealt ja jeder. Ja. Und da waren wirklich. Wie waren dann, dann auch die Mengenverhältnisse? War damals auch der Markt weniger gesättigt? Ne? Das war, ja, ja, das war ja alles in so aufgeteilt, aber das war alles immer strukturiert. Keiner hat Konkurrenz sozusagen geduldet. Hm. Und wenn Konkurrenz da war, dann wurde die halt ausgeschaltet. Hm. Dann wurden die platt gemacht, am Arsch gekriegt oder sonst was. Hm. Und da wurde dann klar gemacht, ja, so geht das nicht, bis hierhin und alles bis hin. Ich war noch nie hier, Totti, du musst uns aufklären. Erzähl. Also wie gesagt, das ist Tor 1, hier kommst du rein, wenn du von Moabit aus der Untersuchungshaft kommst, musst du hier rein fahren, ja, dann kommst du in so einer Sammelstelle an. Ja. Dann bist du mit den ganzen Gefangenen. Bei mir war das so, ich bin mit 10 Gefangenen reingekommen in diese Sammelstelle. Ja. 8 Junkies? Nee. Waren schon ein paar Jungs mit bei. Okay. Und dann auf einmal denke ich mir, okay, irgendwann muss ich doch mal dran sein. Alle anderen sind schon aufgeteilt worden. Ja. Dann kommt der Beamte und sagt zu mir, wisst ihr, was haben Sie denn überhaupt für eine Schuhgröße? Seit mal 42. Was haben Sie Konfektionsgröße? 50, 52, wieso? Wir sehen jetzt auf A4. Und ich so, A4, was ist denn A4? Ja, ja, ja. Ja, Isolationsstation. Okay. Und dann habe ich gesagt, wie gesagt, auf die Isolationsstation war das die Anordnung der Staatsanwaltschaft. Okay. Die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass ich mich an anstaltsinternen Drogenhandel beteiligen würde. Ja. Aber die haben mich ja sowieso nicht gelassen. Ich habe niemanden versiffen, ich habe niemanden verraten damals. Ja. Und war verschwiegen. Und die hat mich sowieso erst wie gepisst, die Staatsanwältin, Frau John. Ja. Und ja, gibt sie noch? Arbeiten tut sie nicht mehr, ich denke, sie ist im Ruhestand. Hallo, und wie heißt du mit Vorname? Hallo, Birgit. Und jedenfalls, ja, bin ich dann, dachte ich erstmal, A4, ach du Scheiße. Wo ist A4? Kann man da von hier aus sehen? Kann man von hier aus sehen. Wenn wir jetzt hier nach oben schauen, wenn wir jetzt nach oben schauen, außen links, da siehst du doch die Fenster, die ziemlich zu sind. Ja. Das ja ist der Aufenthaltsraum. Ja. A4 ist eine abgesonderte Station. Ich glaube, wie viele Mann waren da oben? Lass mich lügen. Wenn es hochkommt, vielleicht 12 Stück. Ja. Du musst nur in Anfallskleidung unten auf einem separaten Hof, hast mit keinem anderen Kontakt. Okay. Alles ist verschlossen, weil die wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Drogenmuckel im Hof hier geschmuggelt werden. Ja. Es war nachher so gewesen, dass sie so ja die Toiletten verschweißt haben. Okay. Weil manche Leute haben sich durch die Klos halt ihre Drogen hochschicken lassen und alles Alkohol, alles okay. Weil du kriegst hier drinnen alles. Ich durfte zweimal die Woche telefonieren, a 10 Minuten überwacht, wie in einer Untersuchungshaft. Okay. Der Sprecher war hinter der Scheibe. Das war für mich natürlich ganz krass, weil ich dachte, jetzt komme ich aus Untersuchungshaft. Jetzt wird es ja hier ein bisschen besser sein. Ja. Und ich habe auch gesagt, als mein Anwalt damals Revision gefordert hat, habe ich gesagt, komm, zieh die Revision zurück. Dann sitze ich hier noch 2 Jahre im Moabit. Ja, das Problem ist, ich war ja Hand zu Hand. Ich hatte ja mit niemandem Kontakt. Ja. Ich durfte nirgendwo hin. Ich durfte keine Sportgruppe besuchen. Ich durfte nicht zum Gottesdienst. Ja. Ich durfte ja nichts. Also ich durfte keinen Aufschluss, keinen Umschluss machen. Ja. Und da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber nach Tegel. Da kann ich mich frei bewegen. Da bin ich dann strafbar. Ja. Ich bin dann verurteilt. Ja, und dann siehst du ja, dann bin ich hierher gekommen und wurde gleich nochmal doppelt bestraft, indem sie mich auf A4 gepackt haben. Ja. Naja, und jedenfalls, ja, da bin ich nach Haus 3 ins Langstrafhaus gekommen. Ja. Und wie der Zufall dazu wollte, ich hatte ja meinen Onkel damals nur als klein, als ich ganz klein war, in Erinnerung gehabt. Ja. Und dann kommt, die haben mich schon oben auf der Isolation gefragt, sag mal, bist du mit einem Wilfried verwandt und so? Du siehst genauso aus wie er. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht, dass ich wüsste. Sagt mir jetzt ja nicht. Ich wusste natürlich, wer Wilfried ist. Ja. Und ja, dann bin ich ins Haus 3 gekommen und dann kam er mir entgegen
Ich kam ihnen entgegen, wir haben uns wieder angekriegt. Ich habe gedacht, das ist ja Totti so ein Älter. Ja. Und dann hat er gesagt, bist du Totti? Dann sagt er, bist du Wilfried? Ja, und so habe ich meinen Onkel, darf ich es irgendwie 4 Jahre wieder gesehen. Okay, krass. Also war im Knast. Im Knast. Wiedersehen mit Onkel im Knast. Im Knast, ja. Das war auch eine heiße Geschichte. Ja. Da habe ich natürlich der Familie erzählt, die haben sich natürlich alle gefreut. Ja. In Anführungsstrichen, ist natürlich kein schöner Ort, um seine Familie wiederzusehen. Ja. Aber er war sowieso immer das schwarze Schaf. Okay. Der war ja schon, glaube ich, wie lange hatte der? Mit 40, der hat am Stück 38 Jahre gesessen. Der war 10 Jahre in Bautzen wegen Republikflucht, der hat Menschen zur Freiheit verholfen und dann wegen Mord, aber mit Schwere der Schuld, obwohl es nur ein Indizienprozess war. Okay. Und dann hat er sich natürlich hier ein bisschen was nachgeholt, weil er hat sich ja nichts sagen lassen. Ja. Er war hier auch jahrelang die Nummer 1. Also okay. Ich habe dann den Besucherbus gefahren und den Essenswagen, habe die Essen ausgefahren an den Häusern. Ja. Mittlerweile ist nach der Aktion, glaube ich, fahren die alle hier mit dem Bollerwagen. Die haben hier überall Türen gemacht, alles ist verschlossen, es fährt kein Auto mehr. Ja, okay. Und mein Onkel war auf Isolation und der wollte was zu kiffen haben. Ja. Da habe ich gesagt, dann gut, dann werde ich ihm mal so einen kleinen Brösel mitbringen. Ja. Hab den von jemandem bekommen, der hat gesagt, ihr hebt ihn den. Und dann bin ich ins Haus 1 hingefahren und er kam ja dann, du kommst ja als Hausarbeiter, wenn du auf Isolation bist, immer nur mit Beamten. Ja. Das essen wir uns, weil die ja alle überwachen. Ja. Und naja, jedenfalls kam schon der erste Beamte auf mich zu, nachdem ich den Motor ausgestellt habe, bin auf dem Auto ausgestiegen und auf einmal kommen mindestens 10 Beamte raus. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Und da sagt der eine Beamte, kommen Sie mal her, Gustav, 84,2. Das heißt natürlich separat im Raum, nackend ausziehen, Arschbacken auseinander und dann kicken sie dir in dein Pötöchen. Den Onkel hatte ich ihn, das habe ich natürlich dann nicht gemacht, bin ins Auto drin. Ja. Bin durchgestartet, das ganze Essen ist rausgeflogen, weil die Türen hinten offen waren. Und dann bin ich hier durch die JVA im Kreis. Es war Großalarm, alle Gefangenen mit ihren Schüsseln an eine Gitter. Das war so, als wäre ich, wenn jemand Fußball spielt, so war die Stimmung jedenfalls. Ja, okay. Dann habe ich gesagt, lange kann ich die Scheiße ja nicht mehr machen. Ich muss ja genau, wie lange willst du das hier? Genau, wie lange? Auf jeden Fall ist sowieso vorbei. Ja, ja und dann, ja, dann haben sie mich gepackt, haben sie mich in den Raum gebracht, haben mich ausgezogen. Zum Glück bin ich nicht selber nach oben auf A4 verlegt worden. Ja. Hab das Zeug natürlich mittlerweile auch rausgeschmissen. Ja. Und die haben wirklich diesen kleinen Stein gefunden, die Schreiber. Okay. Ja. Und, aber ich habe gesagt, wie gesagt, das ist nicht meins gewesen. Mhm. Und ist ja auch jetzt verjährt. Wolltest du nochmal Auto fahren? Genau, ich wollte jetzt nochmal Auto fahren. Ich habe mich ein bisschen nach Freiheit gesehen. Und danach, und, aber das ist ja klar, danach haben sie das eingestellt. Ja. Also danach, oder sind danach nur die Autos gefahren? Oder war das, nee, die haben dann die gingen ein bisschen noch und dann haben sie jetzt hier, ich war letztens mit meinem Onkel jemanden besuchen, und dann haben die schon am Tor gesagt, ach du Scheiße, ich küsse das. Ja. Dann haben wir gesagt, habt ihr nicht noch eine Doppelzelle für uns? Nee, von euch haben wir eine Schnauze voll. Okay. Ja, jedenfalls, wie gesagt, seitdem, ich war dann, bin vom Wohngruppenvollzug weg, was klar war. Ja. Mich haben dann gleich auf so einen Junkie-Flügel gelegt, auf einen D-Flügel. Da musste ich 6 Monate UK-Proben abgeben, damit ich mich wieder neu etabliere. Ja. Und ja, ich hatte das da halt sehr, sehr schwer, auch aufgrund meines Namens und meinen Onkel und alles. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten teilweise wirklich eine lustige Zeit. Wir haben Sachen gemacht, da kann ich das eigentlich halt nicht so großartig übernehmen. Ist es grundsätzlich so, weil Tegel so eine Größe hat, dass das relativ unkontrollierbar ist, dass es auch heute noch so ist? Oder war das wirklich ein zeitlicher Unterschied, dass damals 90er... Ich glaube, das ist ein zeitlicher Unterschied. Ja. Ist schon, wenn du Weihnachten, wie ich 7 Weihnachten am Stück dann so in der Zelle sitzt und dann nachdenkst, das scheiße oder einen schwachen Moment hast, wo deine Mutter zum Beispiel einen Schlaganfall bekommen hat, wo du kannst nicht raus. Das sind dann die Sachen, wo du dann nachdenkst. Aber du probierst dich halt zu überleben dann. Probierst zu überleben. Und als ich ankam, ich hatte ein Schriftstück von der 24. großen Strafkammer vom Landgericht, von dem Richter Greinert, der auch nicht mehr am Start ist. Und der hatte mir eine Empfehlung geschrieben, hat gesagt, wenn Herr Küster sich bei einer beanstandungsfreien Führung gut führt in der JVA, kann er zum 2/3-Zeitpunkt entlassen werden. Mhm. Mit dieser habe ich dann natürlich hier Gespräch beim Teilanstaltsleiter gebeten. Da hat er gesagt, wissen Sie was, Herr Küster, das Schreiben, was Sie in der Hand haben, ist genauso viel wert wie das Klopapier auf Ihrer Hütte. Das ist hier meine Stadt und ich habe hier das Sagen. Ich entscheide, ob sie auch zum 2/3-Termin entlassen werden. Das war wirklich so. Mhm. Und ich bin natürlich nicht entlassen worden.
Ja. Hatte eine beanstandungsfreie Führung bis auf diesen Aussetzer mit dem Wagen. Der ist auch mal nicht großartig erwähnt worden. Aber ansonsten, die Sozialarbeiter, Psychologen haben alle positive Prognose gemacht, dass sie zum Zwei-Jahre-Termin entlassen werden hätte können. Aber wenn sie es nicht wollen, dann. Genau, der Richter nicht. Hat dann auch gesagt: Wissen Sie was, Herr Küster, Sie haben hier nicht kleine Kügelchen auf dem Gleitscheidplatz verkauft. Sie haben hier einen großen Stil-Deal. Ja. Und dann hat er mir die Prozentzahl ausgerechnet, wo ich dann auch noch gesagt habe, na, ich weiß ja nicht, wo Sie Ihr Zeug einkaufen gehen, aber bei mir hätten Sie bessere Prozentanteil gehabt. Um es nochmal anzuschneiden, warum du dann genau reingegangen bist. Ich kann es nochmal eben kurz anschneiden, weil ich kenne ja die Geschichte. Da war jemand, du warst im offenen Vollzug gewesen. Genau, der und da hat war jemand, der hat dich angesprochen und hat dich praktisch gelinkt. Das war selbst nur ein Häftling. Agent-Provokateur. Ja, aber es war selber ein Häftling. Der hatte gar nicht den Kontakt oder den Draht da zur Justiz, ne? Sondern der hat einfach noch jemanden gesucht, den er linken kann, dem man einen Drogendeal anbietet. Und das hat er dann LKA, in dir gefunden und dann ging er dahin und da haben sie das alles eingestellt. Ja, der kam zu mir an und hat gesagt, du, wir bräuchten eine Probe. Ich habe gesagt, alles klar, ihr habt die Probe gehen. Er ist am nächsten Tag direkt zum LKA hingefahren. Wie hast du das organisiert nach draußen dann? Mit ich der war Probe? Ja Freigänger. Okay. Ich habe das hingebracht in die JVA direkt. Also in Freigänger, habe ihn das innen drin gegeben. Ja. Habe mir gesagt, so, hier hast du, gibt es deinen Kumpel. Dann ist er hin zur Polizei, hat ihm dann erzählt, mir ist bekannt, dass jemand, der mit mir einsetzt, wegen einer Straftat, BTM, dass er mir Kokain zum Kauf angeboten hat. Mhm. Dabei war das ja umgekehrt. Er hat mich ja gefragt. War er denn, er war nicht mal von der Polizei irgendwo. Nee. Er wollte nur seine Strafzeit. Genau. Und er hat gesagt, zum Anfang, er hat sich ja auch widersprochen ohne Ende. Der hat seinen eigenen Vater und seinen eigenen Bruder in einer Autoschiebersache ins Gefängnis als Kronzeuge gebracht. Okay. Also ganz krasser Typ, hat auch eine neue Identität bekommen nach dem Termin mit mir. Und die Russen haben den dann nachher gesucht, die Autoschieber. Also das war schon ein richtiger Arschloch, der Typ. Aber ich habe gesagt, der kriegt irgendwann seine rechte Strafe, ich brauche den ja auch nicht suchen oder sonst jetzt. Ja. Und jedenfalls, der ist, wie gesagt, zur Polizei gegangen, hat dann gesagt, ja, der Thorsten Küster, der mit mir im Kiefeiler Weg einsetzt, er hat mir auch heute Kokain zum Kauf angeboten. Ich möchte hier dazu beitragen, diese Straftat aufzuklären. Ich möchte nichts dafür haben, war der erste Satz. Und zum Schluss hat er gesagt, bei einer positiven Resonanz und Aufklärung hoffe ich, dass meine Straftat oder meine restliche Strafzeit zur Bewährung ausgesetzt wird. Wurde natürlich nicht, weil er hatte noch ein neues Verfahren gehabt, wegen, ich weiß nicht, räuberische Erpressung oder so. Das wusste aber die Polizei damals auch nicht. Und aber dich hat er dann für 6. Ich habe gesagt, pass auf, wir machen das so. Wir machen einmal 1 Kilo und dann machen wir 2x2. Ich will den erstmal sehen. Da habe ich den Typen kennengelernt und ich weiß noch, das war in der U-Bahn-Straße in U-Bahn. Da kommt einer an mit einem 500er SL, mit Büffelledersitze, teure Rolex und alles, also richtig. Das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt dann schon kooperiert? Hat schon kooperiert und die haben Vormann. Er hat sich das selber ausgedacht und dann haben die... Genau, die haben gesagt, haben Vormann vor euch. Und den haben sie richtig... Genau, die haben sie richtig... Bild eingekleidet. Also ich hatte, wie gesagt, für ein komisches Gefühl, weil da kam an mit dem Typ, der war so richtig hochgepumpt, der war so gelaufen. Und da habe ich gesagt, du kannst erstmal ausatmen, nicht, dass sie mir noch auf Flix zeigen. Da hatte ich schon ganz blöd gekickt. Ich sage, und dann rufst du mal weiter, weil ich will mich mit deinem Schiff unterhalten. Und nicht mit dir. Da hat er schon so einen Hals gehabt. Und das Gesicht kam mir so bekannt vor. Und ich habe wirklich einen Elefant in der Erinnerung. Aber ich habe in dem Moment nur gesagt, der kommt mir bekannt vor. War das ein LKA-Mann? Und wie gesagt, der war ein verdeckter Ermittler gewesen. Ich war dann ganz frech, habe 3 Linden. Am Hauptzollamt, da habe ich dann die Überjahre getätigt. Ich wollte das eigentlich erst auf dem Polizeirevier machen, auf der Meldestelle. Und dann haben die gesagt, bist du bekloppt auf dem Polizeirevier? Naja, da sind wir am sichersten alle. Und dann habe ich da aber den Übergabentermin 3 Linden gemacht und da war dann auf Gebot, ich glaube, von 80 Beamten knapp. Ja. Und dann war der Satz. Der Straßenverkaufswert, da war dann ungefähr? Na, der Straßenverkaufswert von dem Kokain war über 1 Million. Krass. Ja, okay. Also. Ja, und damit hat er dich dann praktisch geschickt. Voll reingeritten. Ja. Ne? Als der Kronzeuge in den Saal gebracht worden ist, mit den ganzen Beamten, mit Masken und so, und das fand ich von dem Richter richtig cool, bei denen haben sie ja an verschiedenen Orten hingebracht, weil er hat ja auch eine neue Identität bekommen. Ja. Da habe ich so gelacht, da sagte denn der Richter zu dem Einsatzleiter,
Aber die Fahrtkosten von Braunschweig nach Berlin haben sie erstattet bekommen. Also er hat uns noch einen kleinen Wink gegeben, wo der sich aufhält. Ach so, okay. Also das fand ich ganz cool, weil auf den hatten sie sowieso Kopfgeld ausgesetzt, ja, die Russen, ja, über, ich glaube, 80.000 D-Mark. Ja. Weil er da auch als Kronzeuge, ja, ja, er hat auch seinen engen Vater, seinen engen Bruder verraten. Okay. Aber mittlerweile sind die wohl wieder Familie, wie ich gehört habe. Blut ist dicker als Verrat. Genau, genau, wahrscheinlich. Muss man sich auch überlegen, ob man solche Familienangehörige, ja, haben will. Ja, ja, gut, und dann bist du ja hier gelandet, das haben wir gerade schon angesprochen. Ja. Wenn wir jetzt darüber gehen, gibt es da noch irgendwas zu erzählen zu der Ecke? Also Isolation hast du ja schon, ja, da ist, wie gesagt, nur die Isolation, da ist der der kleine, der Platz, wo wir gelaufen sind, wir hatten ganz, ganz, ja, kleinen 3-Stunden-Hof sozusagen. Ja. Aber ansonsten, wenn wir hier lang gehen, das nimmt sich ja nicht. Okay. Ich bin ja überrascht, Alter, dass hier keiner rausgekommen ist und uns gedacht hat, sie dürfen hier nicht filmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Hut ab, JVA Tegel. Vielen Dank, vielen Dank, dass wir hier drehen konnten. Also wirklich, danke mich. Und ja, wir sehen uns gleich wieder auf den Straßen von Berlin. So, meine Echten, das war unser Berlin-Hood-Special mit Totti. Ich dachte, es ist mal ganz interessant, wenn wir mal ein bisschen so die alte Seite von Berlin beleuchten mit, danke, einem, danke, jungen, danke, Mann. Danke. Ne? Die ganzen anderen Geschichten aus Berlin, die kennt er ja schon. Ich denke mal, so Zeitzeugen, die wirklich was erlebt haben in den 80ern und 90ern, das ist mal eine ganz andere Geschichte und auch wirklich was Interessantes, was viele von euch wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Wie heißt das eine Video noch, was bei YouTube gibt, wo man nicht früher sieht mit langen Haaren? Ist alles kacke hier. Ist alles kacke hier, das könnt ihr euch mal reinziehen. Und vielleicht verlinke ich das auch einfach unten, ja, runter. Genau, genau. Da seht ihr, ist das mit der Gang dann auch und sowas? Ja, da ist noch mit der Terrorbande Witzke. Okay, und so, alles klar. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Da seht ihr den Totti. Ansonsten, wir haben eine gute Zeit in Berlin gehabt, auf jeden Fall. Ich fühle mich geehrt. Ich danke euch von Herzen. Und dir, ja, von Herzen. Vor allem, dass wir uns seit so lange mal wieder gesehen haben. Ja. War wirklich toll. Gut. Super. Alles klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Folgt meinem Kanal. Abonniert mich bei Facebook, Instagram, ihr wisst Bescheid, die echten Max Cameo. Wir machen weiter mit Hood Specials und sehen uns bei den nächsten Dingern. Peace.